lernen müssen, denen einfach auch manchmal schwerfällt, ihre Emotionen immer unter Kontrolle zu haben. Gerade da sind wirklich unsere Vorbilder, die wir im großen Sport haben, Vorbilder, sondern tatsächlich auch wirklich vorbildlich. Kevin Stone kommt jetzt mit dem 11-jährigen Landos, Holsteiner Landos nachkommen, Lorenzo. Er muss ein bisschen deutlicher die Viere pushen. So, ist er der Erste nach Rodrigo Almeida, der strafungsfrei bleibt? Wenn ja, ist er auf jeden Fall schnell unterwegs. So, kriegt diese 5 so zurück, dass er da fast zum Ende sogar noch ein bisschen zulegen kann, aber... Situation, dass er hier eben bei diesem letzten Stück trippelbare Steil dann leider doch nicht so dieses Ideal nach vorne bekam. Kriegt auch einen Fehler mit der guten Zeit, zwar mit 58 Sekunden. Und dementsprechend liegt er bezüglich der Vierer sehr weit vorne, nämlich auf dem dritten Rang. Schnellster Vierer hier momentan. Wobei ihm ein schnellster Nullfehlerritt wahrscheinlich noch ein bisschen lieber gewesen. Wir haben sie gesehen, wie er dann in dieser Kombination Steil Oxer dort noch ein bisschen geschnalzt hat, um also auch da noch so ein bisschen schneller diesen Impuls nach vorne zu bekommen.